Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie es mit dem Gipsnest weitergegangen ist. Ja, es wird ein relativ kurzes Video werden, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe. Nachdem der Gips getrocknet ist, habe ich die Plastikschüssel umgedreht, den Guss rausgenommen, die Plastikfolie abgenommen und die Knete aus dem Gipsnest entfernt. Jetzt sieht es so aus. Der Schlauchanschluss ist dicht. Mir ist allerdings vorne ein bisschen was abgepuzzelt. Das macht aber gar nichts, denn wenn ich den Verbindungsschlauch anschließe, verschließe ich die Lücke mit Eiskleber. Das Gipsnest ist jetzt fertig. Jetzt noch ein paar Infos zum Schluss. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, habe ich eine Playlist erstellt vom Ikarium selber bauen. Und dort gehören auch diese zwei Videos dazu. Ich werde im Frühjahr auch noch ein paar Videos machen, wie ihr ein komplettes vom Ikarium, also jetzt in diesem Fall dann die Arena, selber zusammenstellen könnt und es eben auch dekorieren könnt.